Halleluja. So, wir wollen nochmal aufstehen zusammen und zusammen beten. Jesus, wir sagen Danke. Heute ist ein Tag der Freude, heute ist ein Tag des Sieges, heute ist ein Tag, wo dein Wort sich ausbreitet, wo Mauern eingerissen werden. In Jesu Namen, wir danken dir, dass heute Wahrheit Lebenslügen bereinigt, in Jesu Namen, dass heute Lebenslügen und falsche Grundlagen niedergerissen werden durch dein Wort. Wir öffnen unser Herz und sagen, Heiliger Geist, führ du uns in alle Wahrheit, so wie Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt, in Jesu Namen. Und wir geben dir die Ehre und alle sagen, Amen. Amen. Darfst du gerne hinsetzen. Und wir begrüßen auch alle Leute an den Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt aus allen möglichen Ländern. Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich mache hier die ganze Liste immer mit Südtirol und unsere Verwandten aus Kanada dabei sind. Dann hat man Leute geschrieben, es gibt deutschsprachige Leute auch in Belgien. Herzlich willkommen natürlich dabei. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wichtig ist nicht unsere Nationalität. Wichtig ist, wer ist in uns drin. Und das ist Jesus Christus, ja. Und wir sind alle Königskinder, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Amen. Amen. Mein Thema heute ist ein sinnerfülltes Leben. Wer von euch möchte ein sinnerfülltes Leben haben? Oh, Halleluja, ja. Ein sinnerfülltes Leben. Lass uns mal hineingehen in Prediger, Kapitel 1, Vers 1. Prediger, Kapitel 1, Vers 1. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtigkeiten oder Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, indem er sich abmüht unter der Sonne? Geht schon mal gut los, oder, die Predigt? Hoffnung für alle macht es noch ein bisschen moderner. Prediger 1, Vers 1 in der Hoffnung für alle Übersetzungen. In diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Es war ein Sohn von David und herrschte als König in Jerusalem. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Amen. Geh mal nach Hause, ja? So, erklärt alles, ja? Hier ist alles, so fängt dieser Prediger an. So fängt dieser Mann Gottes an und sagt hier, was für ein Gewinn hat es? Er schaut auf sein Leben zurück und er hat Tausende, man geht davon aus, dass es Salomo ist, Tausende angestellt, er hat alles erreicht. Da ist gar nichts mehr, was irgendwie noch dazu getan werden könnte. Die Bibel sagt, er ist ein Mann, der Reichste, der jemals war und danach nicht kam. Der Mann der Weisheit, er hat Weisheit gehabt. Und dieser Mann kommt auf eine Schlussfolgerung, was bringt das überhaupt? Er denkt nach über sein Leben und ich möchte mal einladen, denk mal nach über dein Leben. Wie sieht dein Leben aus? Was machst du den ganzen Tag? Wie gefüllt ist dein Leben? Mit dem ist ja ein sinnerfülltes Leben. Also wenn eine Sinnerfüllung in dein Leben reinkommen muss, muss erstmal die Befüllung raus. Also das falsche Zeug muss raus, damit die Sinnerfüllung reinkommt. Ja, so funktioniert's. Lass uns mal reinschauen, womit du wahrscheinlich befüllt bist. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir auf der Arbeit oder im Geschäft. Stundenlang. Du brauchst Zeit für deinen Ehepartner. Und dann darfst du nicht vergessen, deine Freunde zu besuchen. Sonst gibt es nämlich gerade vor Weihnachten Problemgespräche. Du musst putzen, weil deine Schwiegermutter nach Hause kommt und gerade zu Weihnachten kommt, ja? Dein Auto muss gewaschen werden wegen dem ganzen Salz auf der Straße. Einkaufen musst du auch noch, weil irgendwo gab es was nicht, was du genau jetzt brauchst. Dein Urlaub für nächstes Jahr musst du ja auch noch planen. Und Jahresende Steuererklärung machen, nicht vergessen, ja? Banktermin wolltest du auch noch machen. Deine Reifen musst du wechseln, denn wir brauchen ja Winterreifen. Blumen musst du gießen, die dürfen ja auch nicht vertrocknen, sieht nicht gut aus. Und deinen Garten darfst du kümmern. Dann musst du deine Mails beantworten, du darfst deinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Du musst Geburtstagsgeschenke besorgen, Kleingruppe musst du vorbereiten, denn dein Pastor wird ja fragen. Bibel lesen musst du auch noch,
Denn dein Kleingruppenleiter wird dich wieder fragen. Und Sport machen nicht vergessen. Ja, das ist auch wichtig, ins Gym zu gehen, auf Deutsch in Fitnessstudio zu gehen, genau. Dann Friseur natürlich musst du auch machen, ja, deine Nägel musst du machen, ganz, ganz wichtig. Dann Kinder zum Sport bringen, Klamotten für die Kinder einkaufen, deinen Schreibtisch aufräumen. Dann nicht vergessen, Oma und Opa zu besuchen. Arzttermin machen ist auch wichtig und Zeit mit der Familie, Quality Time haben wir auch schon gelernt, Quality Time mit den engsten Leuten. Dann Dusch nicht vergessen, gell? Und bei allen Dingen, die du so machst, darf man ja auch mal ausruhen. Gott sagt ja, 7 Tage sollst du arbeiten, einen sollst du ruhen. Du musst auch noch das reinquetschen irgendwie. Den Müll rausbringen, Besprechungen in der Gemeinde, in Gottesdienst gehen. Unser Leben ist sehr voll. Bei den ganzen Dingen, die dich so beschäftigen, bei allen Aufgaben, To-Dos, die wir so haben, ist unser Leben sehr, sehr, sehr voll. Und manche Menschen werden regelrecht getrieben in ihrem Leben, sodass sie am Ende des Lebens zurückschauen und ein getriebenes Leben hatten. Sie wurden getrieben von verschiedensten Motivationen und waren wie ein Sklave rumgetrieben von verschiedenen Dingen. Und am Ende des Lebens gucken sie zurück, weil das fällt irgendwann mal alles weg, und sagen, mein Leben war sinnlos. Andere Menschen, die auf ihre Motivation schauen, machen ähnliche Dinge, aber ihr Leben war sinnerfüllt, es war sinnvoll. Wir gehören zu denen, die sinnvoll leben wollen. Amen. Aber was sind diese Gefühle, was sind diese Motivationen, was sind die Treiber? Was kann dich treiben? Vor allem Gefühle, manchmal negative Gefühle, wenn Menschen sprechen, Mann, ich habe keinen Bock. Es tut deine Lebensqualität runtermachen. Manche Menschen werden getrieben in ihrem Leben von Meinungen von anderen. Was werden denn die Menschen denken? Manche Menschen werden getrieben von Menschenfurcht. Tausch sie ein in Gottesfurcht. Wenn du da nicht rauskommst, wirst du Dinge tun in deinem Leben, die dich wegbringen von der Sinnerfüllung hin zur Sinnlosigkeit. Du bist wie ein Sklave. Manche Menschen werden getrieben von Druck von außen, zum Beispiel von einem Arbeitgeber. Viele werden getrieben von Angst. Zukunftsangst, Angst vor dem, was kommen wird. Manche streben nach Erfolg und Anerkennung. Und aufgrund dessen machen sie Arbeit ohne Ende. Erfolg und Anerkennung. Manche Leute werden getrieben vom Ehepartner, manche von ihren Freunden. Manche werden getrieben regelrecht vom Leiter und von Pastoren. Und manche, jetzt kommt's, werden getrieben durch das Wort Gottes und vom Heiligen Geist. Da gibt es diese Aussage, Kinder Gottes sind die, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Die Gruppe, die sinnvoll lebt, sind Menschen, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, schmeiß die falschen Treiber raus. Es hat was zu tun mit der Motivation deines Herzens. Warum machst du bestimmte Dinge? Was treibt dich an? Wenn du am Ende deines Lebens zurückschaust, werden alle falschen Treiber inklusive der Werke verbrennen. Alles. Nur das, was du aus 3 Motivationen gemacht hast, wird bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte ist die Liebe. Erika, kannst du mal kurz sagen, was du heute gesagt hast? Es gibt einen Prediger, der hat gesagt, ich will nicht leben für... Ja, komm, wegen den Leuten, die müssen auch hören. Dass die YouTube-Zuschauer das auch hören. Warte, noch nicht recht. Jetzt darfst du reden. Ein Prediger hat gesagt, ich will nicht leben für diese Dinge oder Sachen in dieser Welt, was einmal alles verbrennt. Ich will leben für ewige Sachen. Amen, dafür lade ich dich ein. Das hört sich zwar schön an, aber wie kommt man da raus? Dieser Prediger, der hatte ja alles, was er wollte. Und der hat jetzt ein Experiment gemacht. Er hat ein Experiment gemacht und hat gesagt, ich mache mal alles, was ich so will, was mich so treibt. Ich mache einfach mal alles und guck mal, was dann geschieht. Prediger 2, Vers 1. Ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben.
Er war Multimillionär, hatte Angestellte ohne Ende, hatte alles Gold, alles Silber, was er sich nur wünschen könnte und sagt einfach mal, jetzt probiere ich es mal aus mit den Freuden des Lebens. Ich mache einfach mal alles, was ich so will. Mal gucken, was da rauskommt. Dieser Prediger im Kapitel 2 sagt, ich habe mich mal richtig besoffen. Wein. Mal richtig Wein reingehauen. Ich habe Häuser gebaut und Weinberge gepflanzt. Ja, manche Menschen, sie bauen viele Häuser ihr Leben lang und Weinberge. Er hat Parks angelegt und Obstbäume gepflanzt. Er hat große Teiche gebaut, um den Wald zu bewässern. Er hatte viele Knechte und Mägde, Rinder und Schafe. Auf Deutsch heute viele Angestellte, Mägde und Knechte. Rinder und Schafe sind heute so deine Reichtümer, die du hast. Er hatte großen Reichtum, also Silber und Gold. Das hat einfach mal alles so, wird alles beschrieben im Prediger Kapitel 2. Dann hat er die ganze Unterhaltung geholt. Es gibt Sängerinnen und Sänger. Also alles, was zu der Zeit gab an Unterhaltung, hat er einfach mal sich da reingezogen. Dann steht drin, er hatte viele Frauen. Prediger 2, Vers 8, in der Hoffnung für alle, sagt, alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. Der hatte also richtig, richtig reingehauen. Salomo hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Also ein Mann mit 1000 Frauen. Manche lachen jetzt, kommen mit einer nicht zurecht. Der hatte 1000. Also was wir hier lesen, ist kein Spaß. Der Mann hat alles in Fülle, aber so richtig mit Geld und Frauen und alles, was es überhaupt nur gibt. Alles. Dann steht hier drin, er war reich und berühmt und auch dazu noch Weisheit gehabt. Könnt ihr das vorstellen? Ein Mann, der alles machen kann, was er will. Der muss nicht zur Arbeit. Der hat allen Geld. Und dann fängt er mal an, richtig sich zu besaufen. Vielleicht gibt das eine Erfüllung. Dann macht er weiter, baut Häuser und denkt, vielleicht ist das eine Erfüllung, baut Weinberge. Vielleicht, wenn ich Parks anlege und Obstbäume pflanze, vielleicht, wenn ich große Teiche habe, einen schönen Garten. Wie viele Menschen kenne ich, die ihr Leben lang ihr Haus pflegen und Auto pflegen und Garten pflegen und am Ende, was hast du geschafft in deinem Leben? Ja, ich habe alles gepflegt. Ja, herzlichen Glückwunsch, das verbrennt doch sowieso hier. Ja? Bleibt eh hier. Sinnlos. Es ist vielleicht ein Hobby, aber es bringt nicht viel. Er hatte viele Mägde und Knechte, ganz viele Angestellte, großen Reichtum, Gold, Silber. Manche Menschen leben für Geld. Und er hatte das alles. Er hatte jede Unterhaltung, die man sich nur wünschen kann. Alle Sängerinnen und Sänger, die überhaupt nur da sind, die konnte er sich einfach holen. Dann wird hier beschrieben, alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann, war reich, berühmt und auch noch weise dazu. Er hat mal, also die drei Hauptdinge, wo Menschen fallen, Geld, Macht, Sex, hat er mal voll ausgelebt, was es nur gibt. Und geguckt, was bringt dieses Leben? Prediger 2, Vers 1. Ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie mir bieten, was sie zu bieten haben. Jetzt alle zusammen, was in dick steht. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Was jetzt kommt, ist einer der wichtigsten Sätze. Bitte hört zu auch online. Wenn du in deinem Leben versuchst, die Erfüllung zu finden, durch Alkohol, durch Sport, durch Sex, durch Geld, durch Ruhm, durch Anerkennung, du wirst auf die gleiche Erkenntnis kommen, die der weiseste Mann, der reichste Mann auf der Welt, der das ausprobiert hat, genau die gleiche Erkenntnis wirst du auch haben. Das, was wir gerade gelesen haben, doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Auf dieser Erde gibt es keine Erfüllung in den Dingen, die die Erde zu bieten hat. Gibt's nicht. Wie viele Menschen versuchen, eine Erfüllung zu finden in diesen Dingen der Welt und merken am Ende, das war sinnlos, und bringen sich auch noch um dann am Ende.
auf die falsche Karte gesetzt. Ich lade dich ein, solange du noch lebst, solange du noch atmest, solange du noch Leben hast in dir drin, setze auf die richtige Karte. Diese Dinge sind zwar schön, aber sie bringen keine Erfüllung. Und wenn du das nicht glaubst, kannst du es ausprobieren, die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre bis zu deinem Lebensende, du wirst deine Zeit nur vergeuden. Glücklich sind die, die das vorher lernen. Die verstehen, es bringt keine Erfüllung. Wenn du das glaubst, sparst du dir viel Zeit. Prediger 2, Vers 10. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Könnt ihr das vorstellen? Alles, was er so sah, hat einfach mal gemacht. Alles, was er sich so gewünscht hat. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Wow. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht habe und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Alle zusammen? Es gibt auf dieser Erde keinen bleibenden Gewinn. Du wirst zu der gleichen Erkenntnis kommen, wenn du klug bist. Wenn nicht, dann stirbst du so. Wenn du weise bist, wirst du lernen von Fehlern von anderen. Weisheit ist nicht, dass du jedes Problem durchgehen musst. Weisheit ist zu lernen von Problemen von anderen, von Leuten, die das schon durchgemacht haben. Dieser Salomo, dieser Prediger hier, hat es durchgemacht und kam auf dieses Ergebnis. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Was ist denn jetzt dann der richtige Weg? Da kommt der, der den Sinn gibt und sein Name ist Jesus. Dieser Jesus kommt auf die Erde, er gibt sein Leben am Kreuz, er stirbt für deine Sünden, er wird dir zum Leben, wenn du ihn als deinen Herrn und Heiland annimmst. Und dieser Jesus, er sagt in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Alle zusammen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Der Ratschlag Jesu, hey, dein Leben ist so kurz auf der Erde. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Bitte, 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 lieber Zuschauer, Zuhörer, liebes Mitglied, das Missionswerk strahlender Freude. Bitte sammel dir Schätze im Himmel. Alles, was wir auf dieser Erde haben, ist wirklich vergeblich. Es ist vergeblich. Egal wie groß dein Haus ist, wie groß dein Bankkonto ist und wie groß dein Ruhm und Anerkennung ist, es wird alles vergehen. Das Einzige, was bleibt, wenn das alles vergeht, sind deine Schätze im Himmel. Die Krone im Himmel. Wisst ihr, viele, die auf dieser Erde reich sind, sind im Himmel, also wenn sie überhaupt in den Himmel kommen, denn Jesus sagte, die Pforte für Reiche ist nicht leicht durchzukommen, sind im Himmel dann ziemlich arm. Manche, die hier sehr arm sind, sind im Himmel richtig reich. Und es gibt aber auch Arme auf der Erde und Arme im Himmel. Und genauso gibt es auch Leute, die hier reich sind und dort auch reich sind, weil sie die richtigen Werte gemacht haben, nämlich Schätze gebaut oder Schätze gesammelt haben für den Himmel. Lass mal reinschauen in die Erkenntnisse Salomos. Wenn dieser Mann doch alles ausprobiert hat, was für Erkenntnisse gibt er uns weiter? Wenn wir weise leben wollen, also sinnerfüllt leben wollen, müssen wir lernen von Leuten, die selber diese Sache durchgemacht haben und Erkenntnisse rausgezogen haben. Und wir wollen 4 Erkenntnisse von König Salomo lernen. Punkt Nummer 1, was kommt bei all unserer Mühe heraus? Prediger 1, Vers 1 bis 3 haben wir schon gelesen. In diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Es war ein Sohn von David und er herrschte als König in Jerusalem. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, alle zusammen. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Die erste Erkenntnis, die er bringt, hey, was kommt bei all unserer Mühe heraus? Ich möchte dich mal fragen zu diesem Punkt, lohnt sich die Zeit, die du investierst in deine Projekte?
in deine Ideen, in deine Selbstverwirklichung? Lohnt sich die Zeit, die du investierst? Und vor allem, mit welcher Motivation tust du Dinge? Achte bitte auf die Motivation deines Herzens. Zuerst sollen wir nämlich trachten nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird uns hinzugetan werden. Und ich lade dich ein, fragst diese Frage, lohnt sich die Zeit, die ich investiere, und mit welcher Motivation tue ich Dinge? Punkt Nummer zwei, jetzt kommen wir zu der Schlussfolgerung. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Nachdem er alles ausprobiert hat und herausgefunden hat, was alles so sinnlos ist und was alles nichtig ist, kommt der Prediger in Kapitel 12, Vers 13 auf das Endergebnis. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Alle zusammen. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Er kommt am Ende des ganzen Buches auf diese Zusammenfassung des Lebens, auf die Grundwerte, auf die wichtigsten Punkte, die es im Leben ankommt. Und er fasst alles zusammen, nachdem er ja ausgiebig alles gemacht hat, was sein Herz sich wünscht. Nachdem er alles gemacht hat, wo seine Augen, was sie begehren. Alles gemacht, am Ende kommt er auf das Endergebnis. Was ist die Schlussfolgerung des Lebens? Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Und hier kommt diese Zusammenfassung. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ehrfurcht vor Gott bringt dich in eine Position, sodass dein Leben sinnvoll ist. Ein sinnerfülltes Leben ist ein Leben in der Ehrfurcht Gottes. Und Punkt Nummer zwei, indem dass du die Gebote Gottes hältst. Hier sind wir im alten Bund, unmöglich alle Gebote zu halten. Wir im neuen Bund heute haben genau zwei. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten. Darin sind alle Gebote erfüllt. Krass, oder? Also wenn wir nur eins hätten, wäre es sehr leicht. Liebe Gott von ganzem Herzen. Ja, wir singen den ganzen Tag hier. Jesus, ich liebe dich. Ja, alles ist gut. Bis dein Nächster kommt. Und der piekst rum. Oh, Halleluja. Wie leicht wäre es nur mit Gott. Aber es gibt noch den Nächsten, ja? Der dich, wie soll man sagen? Der dich, ja, der dich zur Vollkommenheit bringt, indem dass du jeden Tag lernst zu vergeben. Halleluja. Jeden Tag in Liebe zu tragen oder in Liebe zu ertragen. Aber ich will dich einladen im neuen Bund heute, wie können wir die Gebote Gottes halten? Jesus sagt es. Das Wichtigste ist, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Kreuz, ja? Gott und deinen Nächsten, ja? Das ist das Kreuz. Und so ist die Schlussfolgerung, die hier König Salomo eben bringt. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und Punkt Nummer drei. Du musst auch verstehen, dass es Gottes Zeitpunkte gibt. Die Zeitpunkte Gottes erkennen. Prediger 3, Vers 1 sagt, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter der Sonne gibt es eine Zeit. Manchmal, wenn Gott spricht und dir eine Verheißung gibt, kann es manchmal mehr wie einen Tag dauern, bis es in Erfüllung geht. Manchmal sogar mehr wie zwei Tage. Und wenn es über drei Tage geht, dann nennt man das schon Geduld. Da sind wir doch Profis, gell? Genau, Geduld, Ausharren. Durch Glauben und Geduld oder Ausharren hat Abraham die Verheißung geerbt. Der Bruder des Glaubens, den nennt man Geduld. Der muss verstehen, es gibt für alles eine Zeit. Du musst verstehen, in welcher Zeit du bist, in welcher Zeit deine Familie ist, in welcher Zeit du selber bist, in welcher Zeit deine Umgebung ist und wann welche Verheißung in Erfüllung kommt. Wenn Gott spricht, dann ist es wie eine Saat, die gesät wird. Du darfst es mit Gebet begießen und dann kommt eine Zeit, wo es aufgehen wird. Und die Zeit wird kommen, denn alles hat seine Zeit. Wenn du vor der Zeit einfach die Blume rausrupfst, dann ist die Schönheit der Blume zerstört.
Manche Menschen versuchen, in ihre Berufung reinzukommen und ziehen mit ganzer Kraft an diesem halb ausgewachsenen Stümmel und ziehen da drum und sagen, ich muss jetzt aber mal endlich auf die Bühne und muss mal jetzt richtig mal zeigen, was ich drauf habe. Ich muss jetzt mal aber endlich mal das machen, was Gott mir gesagt hat. Ziehen die Blume raus und Tod ist in der Hand. Sie waren vor ihrer Zeit. Du musst verstehen, dass alles hat seine Zeit. Und wenn du in Geduld warten kannst auf den Moment, wo Gott sein Versprechen in dein Leben erfüllt, wird es zur bestimmten Zeit in Erfüllung kommen. Denn Gott steht zu seinem Wort. Immer. Er steht zu seinem Wort. Er wird das erfüllen. Aber bitte, 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 renn nicht vorher rein. Zieh deine Blume vorher nicht raus. Glaub mir, du wirst es nicht verpassen. Gott wird sich schon drum kümmern, dass du das merkst. Ja? So, das wirst du schon merken. Aber bitte renn nicht vorher rein. Wenn du das machst, kommt meistens Tod zustande und viel, viel, viel Schmerzen. Josef, er hat eine Verheißung bekommen, du wirst ein Mann und du wirst regieren. Wow. Stimmt das? War das richtige Prophetie? Stimmt alles. Was hat er gemacht? Er hat es einfach erzählt. Falsche Leute zur falschen Zeit. Einfach veröffentlicht. Was war die Folge? Abgelehnt. Jetzt kann er als Sklave Lügen über ihn erzählt, für tot erklärt. Und sein Vater, ihm wurde sein Herz rausgerissen, weil er seinen Sohn verloren hat. Falsche Leute zur falschen Zeit. Achte auf die Zeitpunkte Gottes. Das ist ganz wichtig. Wenn du ein sinnerfülltes Leben haben willst, brauchst du ein offenes Ohr für die Zeitpunkte Gottes. Und Punkt Nummer 4. Die Erkenntnisse, die Salomo gibt für ein sinnerfülltes Leben, ist den Ewigkeitsfokus bewahren. Prediger 3, Vers 10 bis 11 sagt, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Hier kommt es wieder, zu seiner Zeit. Auch hatte die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Hier steht drin, dass alles hat seine Zeit Salomo schaut so auf das ganze Leben von Menschen, wie sie sich abmühen, wie sie sich bemühen, wie sie alles machen. Und dann steht hier drin, er hat auch die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Liebe Leute, du musst nicht alles auf dieser Erde erfüllt bekommen. Du musst nicht jedes Land bereist haben. Du musst nicht jedes Auto gefahren haben. Du musst nicht in jedem neuesten Klamotten drin sein. Du musst nicht unbedingt immer das Beste, das Schnellste, das Größte, das Erfolgreichste haben. Du musst nicht. Wenn du verstehst, dass die größte Erfüllung in der Ewigkeit kommt, bist du zufrieden. Achtung, zufrieden. Du kommst zum Frieden. Wenn du verstehst, dass du die Ewigkeit vor dir hast und die größte Erfüllung in der Ewigkeit kommt, wirst du aufhören, getrieben zu werden auf dieser Erde, dass du alles erfüllen musst. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, hey, du wirst das erleben. Und du denkst, ja, ich muss es jetzt endlich haben und das muss ich noch haben und diesen Wunsch muss ich mir noch erfüllen und das muss ich noch. Und du lebst in so einem permanenten Unzufriedenheitsgedanken. Dann bist du ein getrieben von Umständen. Menschen, die aber verstehen, in der Ewigkeit kommt die größte Erfüllung. Wow. Dann sind sie zufrieden mit ihrer Wohnung, die sie haben. Mit ihrem Auto, wo sie fahren, mit dem Gehalt, was sie haben, mit den Umständen, die gerade da sind. Die sind mit allem zufrieden und durch die Dankbarkeit kommt wie ein Magnet zustande, dass die Segnungen Gottes in deinem Leben vorab schon ankommen. Man nennt das Türen der Gunst. Aber wenn du unzufrieden bist und denkst, Mann, mein Nachbar hat ein besseres Auto und meine Wohnung ist genau ganz, ganz schlecht und meine Gemeinde, uiuiui, und der Pastor, pff,
Und du fängst an zu nörgeln und zu murren. Machst du deine Hände zu für den Segen, den Gott dir geben kann? Du lebst unzufrieden hier und unzufrieden in der Ewigkeit. Ey, das geht doch nicht. Verstehe, dass die größte Erfüllung deines Lebens im Himmel kommt. Und wenn du das verstehst, eine Ewigkeitsperspektive hast und sagst, Gott, mein Leben ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich wollte nie die Scheidung. Gott, ich wollte diese blöde Krankheit nicht. Ich wollte nicht, dass mein Sohn sich umbringt. Gott, ich wollte das alles nicht. Mit der Sache, die ich da erlebt habe. Gott, ich wollte das nicht. Und du bist, also du merkst offensichtlich, dass dein Leben nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hättest. Und du kriegst die Kurve und sagst nicht, der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld. Sondern du sagst, Gott, ich versöhne mich mit meiner Vergangenheit. Und ich freue mich auf das beste Leben, das noch kommt. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn du diesen Ewigkeitsblick halten kannst, wirst du dankbar sein und die Dankbarkeit macht einen Segen auf vom Himmel für dich, sodass Dinge, die eigentlich erst in der Ewigkeit auf dich zukommen sollten, vorab schon auf diese Erde kommen. Boah! Und wenn Gott dich segnet, dann bist du gesegnet. Glaub mir, dann wird jeder, nicht neidisch jetzt, aber wie hast du das gemacht? Der Schlüssel sitzt in deinem Herzen. Willst du, dass das Leben dir die Erfüllung bringt? Wir haben gehört gerade eben, es gibt auf dieser Erde kein Gewinn. Gar nichts bringt die Erfüllung. Die Erfüllung gibt es nur in einem, der dich geschaffen hat, unser Schöpfer, und das ist Jesus Christus. Und wenn wir ein sinnerfülltes Leben haben wollen, brauchen wir eine Ewigkeitsperspektive, dass letztlich Gott deine Bedürfnisse erfüllt. Amen? Gut, weiter geht's. Matthäus 6, 33, Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugetan werden. Hier gibt es eine Verheißung von allen Dingen, nochmal zurück, Vers 33, von allen Dingen, die du brauchst, dein Essen, dein Trinken, deine Klamotten, dein Haus, deine Miete, dein Auto, alles, was du brauchst. Gott sagt, Jesus sagt hier, hey, sorg dich doch nicht, sondern in allem Ersten, zuallererst, trachte nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn du das machst, gibt es Engel im Himmel, dienbare Geister, die dir ein Paket bringen mit Dingen, die dir hinzugetan werden. Und wenn sie dir hinzugetan werden, dann sind sie dir hinzugetan. Du hast sie nicht erarbeitet durch deine Arbeit, du hast sie empfangen durchs göttliche Hinzutun. Es gibt zwei Gruppen, die einen erarbeiten sich alles und die anderen, die chillen mal ein bisschen. Gott, du bist der Vater und du weißt, du bist die Tochter, der Sohn Gottes und du hast ein Recht zu empfangen, denn du trachtest nach seinem Reich und dann kommt ein himmlisches Hinzutun zustande. Wow. Ich kenne zwei Gruppen, die einen, die sind hoch erfolgreich im Leben, ja, die haben große Firmen, große viel Geld auf dem Konto, Schiffe, Autos, viele Häuser. Und wenn du mit denen redest, dann, boah, was habe ich alles erreicht? Ich habe das geschafft. Ich habe es gemacht. Ich bin so erfolgreich. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Dieses ganze Zeug wird alles vergehen. Und es gibt andere, die haben genau das Gleiche und sagen, eigentlich hätte ich den Tod verdient. Aber Gott hat mich gesegnet. Und wenn Gott dich segnet, dann bist du gesegnet. Und der Segen vom Himmel sieht meistens ganz anders aus, wie die Produkte, die du mit deiner Hand erwirtschaften kannst. Wenn Gott dich segnet, dann bist du gesegnet. Und hier sagt Jesus, hey, trachte nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und nicht sei getrieben von diesen ganzen Motivationen, die wir am Anfang gehört haben. Gefühle, Meinung von anderen, Druck von außen, Angst, Streben nach Erfolg, Anerkennung und so weiter.
sondern nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, 34, ein Vers weiter, sagt Jesus hier, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wie viele Leute reden mit mir die letzten 4 Jahre, vor allem durch Corona, wie geht's weiter? Was wird morgen sein? Was wird nächstes Jahr sein? Wie wird es mit Deutschland aussehen? Dann kommt der Ukraine-Krieg. Wie wird es weitergehen? Wie wird es kommen? Dann kommt jetzt Israel. Wie wird es weitergehen? Dann kommt Inflation. Wie wird es weitergehen? Und so viele Leute sind getrieben wegen dem morgigen Tag. Dann gibt es andere, die sind ganz gechillt. Gott, ich weiß genauso wenig, wie es geht, aber ich weiß, dass du verheißen hast, dass du mir gibst zur richtigen Zeit. Und die leben im Frieden. Genau mit den gleichen Umständen, mit den gleichen Medien, mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Problemen. Aber sie haben den Unterschied. Sie glauben, dass Gott alles erfüllt. Nicht wir selber. Wisst ihr, das Problem mit den Sorgen ist folgendes. Die Sorgen von morgen rauben dir die Freude von heute. Wenn du die ganze Zeit in Sorgen bist, dann lebst du gar nicht mehr. Ein Tag, 5 Tage, 10 Tage, 1 Jahr, 5 Jahre. Und was hast du gemacht? Ja Gott, ich habe mich gesorgt. Was habe ich dir gesagt? Ja, ich soll mich nicht sorgen. Ja, aber hast du nicht mitbekommen, dass Corona da war? Hast du nicht mitbekommen mit dem Ukraine-Krieg? Gott, hast du das nicht mitbekommen, dass... Hey, Gott hat das Wort geschrieben vor jeder Krise auf dieser Erde. Er hat die Lösung dir gegeben, bevor schon deine Krise, deine Krankheit, deine Diagnose, dein Problem da war. Er hat die Lösung in seinem Wort und er sagt, sorg dich nicht. Ja, das hört sich jetzt einfach an. Sorg dich nicht. Das Problem mit diesen Sorgen ist, wir Menschen, unsere Seele ist nicht geschaffen für ein überfülltes und kompliziertes Leben. Die Seele, sie ist einfach nicht dafür geschaffen. Das ist wie wenn du einen Hund sagst, Hund, du musst jetzt auf den Baum klettern. Können sie doch nicht, oder? Gut. Okay, Dennis weiß es, ja. Nicht, dass ich ein Beispiel mache hier. Also, Hund, hoch. Und der Treiber treibt die ganze Zeit. Puff, ja? Der Hund ist dafür nicht geschaffen. So ist mit den Sorgen. Die Sorgen treiben uns die ganze Zeit hoch, ja. Und dann wundern Leute sich, warum sie psychischen Schaden haben. Warum sie seelische Unausgeglichenheit haben. Warum sie plötzlich seelisch krank werden. Weil unsere Seele ist nicht dafür geschaffen. Für eine solche sorgenbehaftete, komplizierte Sorgentreibaktion. Wir sind geschaffen. Es gibt genau 2 Zustände, die Hirnforscher erklären das. Zwei Zustände, die die Gehirn einfach nur empfangen kann. Liebe und Angst. Mehr gibt's nicht, ja? Liebe und Angst da drin, ja? Und wenn du in der Liebe bist, bist du, die Bibel sagt es ja, bist du nicht in der Angst. Bist du in der Angst, bist du nicht in der Liebe. So einfach, ja? So, und wenn du Liebe empfängst, in Liebe lebst, dann wird das alles gut. Lebst du in der Angst, wird das alles zerstört. Ganz einfach. Wenn du dich die ganze Zeit sorgst, dann ist wie ein Treiber, der dich versucht, der, bitte kletter mal auf den Baum die ganze Zeit. Und deine Seele wird gekränkt, entmutigt, Burnout, psychische Krankheit, seelische Schaden. Und wir wundern uns, warum hier alle Leute hier, oder viele Leute, so einen Schaden erleben seelisch. Weil sie in ihren Gedanken, im Kopf, in ihrem Herzen plötzlich auf etwas fixiert sind, für was sie gar nicht geschaffen sind. Deswegen sagt Jesus, sorg dich um nichts. Kann ich einen Amen hören? Amen. Aber ist doch die große Frage, wie können wir das dann machen? Also wie können wir einfach unsere Sorgen ablegen? Wie geht das? Komm, spricht mal. Jetzt predigen wir zusammen. Genau, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das sagt das Wort, ja? Wie werfen wir? Also du schreibst deine Sorgen auf. Dann schaust du nach einem Kreuz zu Hause bei dir und dann schmeißt du es dahin. Gut, oder? Alle geworfen, werft auf ihn. Ablegen, wegschmeißen. Wie können wir das machen praktisch? Wie können wir unsere Sorgen ablegen? Wie geht das? Wie können wir ein sorgenfreies Leben haben? Ihr könnt reden, jetzt dürft ihr auch mal reden, nicht nur ich. Ja? Bitte? Ihn anbeten, in der Anbetung, genau, sehr gut. Mhm. Nochmal? Genau, Vertrauen, dass Gott es macht. Sehr gut. Mhm.
In Dankbarkeit sein. Sehr gut. Sehr gut, ja. Eine Entscheidung. Das ist Sorge. Sorgen loswerden. Sehr gut. Mhm. Ihm die Probleme belassen. Sehr gut. Danken verändert. Die Freude am Herrn. Sehr gut. Und noch was? Die Freude am Herrn. Sehr gut. Mhm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ach, richtig gut, ja. Habt ihr richtig gut erklärt gerade eben. Mach das aktiv. Und versteh eins, Sorgen sind dein Feind. Sie laugen dich aus, sie treiben dich und du bist nicht geschaffen für diese Sorgen. Deine Seele ist gar nicht so konzipiert dafür. Also wir wurden nicht geschaffen, so zu leben. Und da möchte ich dich ermutigen da drin, schmeiß die Sorgen raus. Raus aus deinem Leben, ja. Und vertraue dem Herrn. Die zwei Gruppen gibt es, ja. Die haben die gleichen Umstände. Der, wo sich sorgt, geht kaputt dran. Der, wo dem Herrn vertraut, kriegt vom Himmel übernatürlich. So schön. So schön. Da möchte ich ermutigen da drin. Halte das fest. Prediger 9, Vers 7 bis 10. Jetzt kommen wir zu ganz konkreten Fällen. Wie können wir ein sinnerfülltes Leben leben? Also wie ist es möglich, dass dein Leben am Ende, dass du am Ende sagen kannst, hey, mein Leben war sinnvoll. Ich werde jetzt gleich ein paar Tipps geben, aber die Tipps dürfen nicht aufgrund meines Kopfes kommen, sondern nur aufgrund des Wortes. Und deswegen wollen wir zusammen lesen. Ja? Prediger Kapitel 9, Vers 7 bis Vers 10. Also, einer der weisesten Männer der Erde spricht zu dir, was du tun sollst. Der Weiseste war Jesus. Im Alten Bund war es der Salomo und er spricht: Also iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Ende. Cool, oder? Ist so leicht. Null Selbstverwirklichung irgendwie. Ja, sei fröhlich. Also, wenn du guten Leben haben willst, lad doch mal jemanden zu dir nach Hause ein. Ess gut, trink gut und dann hör auf, dir Sorgen zu machen. Verbiete, dass bei dir zu Hause schlechte Worte gesprochen werden. Mein Vater macht das erfolgreich im Hauskreis. Ja? Alle, wo reinkommen, nein, über sowas wird hier nicht gesprochen. Raus. Also nicht die Leute raus, sondern die... nee, Leute dürfen bleiben, ja. Meine Mutter, Edmund, so darfst du doch nicht sprechen. Doch, Sorgen raus, Freude rein. Ja, das ist manchmal ist es eine Entscheidung, eine konsequente Entscheidung. Erlaube nur Fröhlichkeit. Dein Herz muss sich erstmal dran gewöhnen an sowas. Ja, wenn die Medien dich vollballern mit Sorgen und Nöten und Ängsten, muss dein Kopf sich erstmal dran gewöhnen, fröhlich zu sein. Juhu. Ja, also. Iss dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. Ganz einfach, ja. Wir haben doch heute Missionsessen bestimmt, gell? Ja, haben wir heute. Also, da können wir essen und trinken oben, gell? So, also ganz konkret, heute Abend kannst du essen und trinken. Wenn du oben bist, bitte, 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 schimpf nicht über die Regierung. Keine Sorgen, keine Erklärung. Sondern erzähl doch von den Zeugnissen, die Gott in deinem Leben getan hat. Sei fröhlich dabei. Haben wir heute ein Tanzlied? Ja, also, ganz konkret, essen, trinken und fröhlich sein. Was bedeutet fröhlich? Auf Deutsch, bisschen mehr bewegen. Also wenn du so im Gottesdienst bist und sagst, es ist zwar schön, man kann sich natürlich auch innerlich freuen, aber es ist schon besser, wenn man das auch sehen kann, was innerlich sich bei dir bewegt. Deswegen wollen wir heute tanzen. Warum? Also merkt ihr das, was da alles jetzt abgeht bei euch im Herzen? Weil wir anders geprägt sind. Aber die Anforderung der Bibel ist ganz einfach. Ess, trink und sei fröhlich. Das kannst du oben machen im Missionsessen. Und jetzt, wenn wir gleich fertig sind, kannst du gleich fröhlich tanzen. Verstanden? Merkt ihr, was da abgeht im Herzen? Der Teufel versucht, dich festzuhalten nach dem alten System. Wenn du ein sinnerfülltes Leben hast, dann tanzt du nicht und jubelst nicht, wenn irgendein Ball in ein Tor reingeht und dann jubelst du, sondern du jubelst, weil alles am Kreuz schon vollbracht ist. Wir tanzen für den Herrn. Wir jubeln für den Herrn.
weil er den Sieg vollbracht hat. Wow. Also, die Zusammenfassung. Also, iss dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Achtung, geht weiter mit guten Erklärungen. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftendem Öl. Nochmal zurück, Vers 8 nochmal. Also, trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftendem Öl. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, aber wenn du dich schön anziehst, wirst du dich anders fühlen, anders reden, anders handeln. Und du gibst dem die Ehre gebührt, das ist Jesus Christus. Ist tatsächlich anders. Deswegen dieser Ratschlag. Immer schöne Kleider und duftende Öle. Jawohl. Dann genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Achtung, jetzt geht's weiter. Solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Was können wir hier lesen? Die Frau, die du liebst. Kein Seiten, wie nennt man das? Seitensprung. Nicht mit anderen Frauen, mit deiner Ehefrau. Liebe Frau, mit deinem Ehemann. Genieße das Leben mit dem Ehepartner, das Gott dir gegeben hat. Das ist ein Grundgedanke hier von einem sinnerfüllten Leben. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühe. Und wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Also nicht irgendwie so halblegig, oh, ich muss schon wieder arbeiten. Sondern wenn du schon die Zeit nimmst, dann mach es ganz. Ja, voll, so richtig. Ich war jetzt die letzten zwei Tage hier im Gottesdienst. Am Donnerstag haben wir ein Weihnachtskonzert gehabt, richtig stark. Die Jugendlichen haben so stark hier alles aufgebaut und abgebaut und getan. Also richtig Schlüsselleute. Gestern, wir haben Pastorensitzung gehabt, sind rausgekommen, ganze Ding ist voll, alles voll hier. Die machen Party, die Jugendlichen. Richtig cool. Ich bin so richtig glücklich über unsere Jugend. Und haben sie alles wieder aufgeräumt und getan. Also die haben etwas gemacht und waren mit vollem Einsatz dabei. Lob von meiner Seite hier an alle, die aufgeräumt haben bis Mitternacht hier. Letzten zwei Tage. Sehr, sehr gut. Warum? Wenn sie das machen, dann machen sie es mit vollem Einsatz. Mach es mit vollem Einsatz, was du machst, ja? Also hier stehen ein paar Ratschläge, wir werden es gleich zusammenfassen. Alles, was wir erklärt haben. Und dann geht es weiter im Kapitel 11. Da gibt es auch noch ein paar Ratschläge. 7 bis 10. Wie schön ist es, am Leben zu sein und das Licht der Sonne zu sehen. Also, wenn du morgens aufstehst und irgendwas tut weh, oh, schon wieder. Was machst du? Nein. Wie schön ist es, am Leben zu sein. Hallo? Noch einmal. Also, wenn du aufstehst morgen, dann sagst du, wie schön ist es, am Leben zu sein. So ist es. Das macht dein Leben sinnerfüllt. Habt ihr gemerkt, wie Gefühle das runterziehen wollen, es rauben wollen? Du fängst an morgens zu sagen, wie schön ist es, am Leben zu sein und das Licht der Sonne zu sehen. Da geht die Sonne auf und du sagst, wuh, danke Jesus. Hey, das Leben sinnvoll zu leben ist so einfach. So einfach. So, freue dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst. Meine Mutter hat Geburtstag am... Ich darf es nicht sagen, gell? Sorry, ich habe schon verraten. Am Donnerstag wirst du 74. Ja, ihr dürft um 6 Uhr morgens anrufen hier, wenn ihr wollt bei uns. Bitte auf ihrer Nummer, nicht auf meiner Nummer, ja? Genau. So. Und dann bin ich zu runter. Mama, du hast ja nächste Woche Geburtstag. Und, Mama, nein. Sondern, ja, wir wollen uns freuen. Nicht freuen, weil wir älter werden und alles geht bergab, sondern wir sagen, noch im Greisenalter sind wir saftvoll und grün. Das ist die Verheißung. Wir wollen uns freuen aus Dankbarkeit. Danke Gott, dass du mir schon 74 Jahre geschenkt hast. Ja? Das ist ein Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk. Wir wollen feiern die Freude, die Gott uns gegeben hat. Ja? Deswegen sagt die Bibel das hier. Freue dich für jedes neue Jahr, das du erleben darfst. Auch wenn noch viele vor dir liegen. Und denk daran, dass die Dunkelheit danach lange dauert. Ja, es geht immer so, der Prediger geht richtig ab. Alles, was dann kommt, ist vergeblich. Wow, ja? Achtung, die Jugend. Du junger Mensch, genieße deine Jugend und freue dich in der Blüte deines Lebens. Ich habe meine Eltern gefragt, wie war das für euch, wo ihr jung wart? Weißt, die haben geheiratet, dann kamen gleich alle Kinder nacheinander. So war das doch, gell?
Ich bin Nummer 5 von 7. Genau. Und dann sagen sie, alles war gut, alles war gut, alles war gut. Aber eins haben wir verpasst. Wir haben uns nicht gefreut, dass wir jung sind. Ja? Vor allen Arbeiten und Tun und Machen und Kinder ziehen und Windel wechseln und einkaufen und kochen und tun. Und irgendwann plötzlich, ja, Jugend weg. Das haben sie verpasst. Also Ratschlag, meine Eltern, wenn du jung bist, erfreue dich an deiner Jugend. Ja? Mach kurz Stopp und sag, ich freue mich, Halleluja. Schau deinen Ehepartner und sag, jo, wir sind jung. Ratschlag von unseren Pastoren. Guckt ihr euch an, okay. Aber ist ein Ratschlag von denen, ja? Können sie euch sagen. Freut euch an der Jugend, ja? Und jetzt geht es weiter. Tu, was dein Herz dir sagt und deine Augen gefällt. Achtung, und dann kommt gleich die Keule dahinter. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Für alles. Deswegen wollen wir nicht tun, was das Herz begehrt, sondern das, was Gott will in unser Leben. Dann lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen. Halte allen Schmerz von dir fern. Denn Jugend und Frische sind vergänglich. Da steht drauf, Elberfelder sagt, Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Manche machen die ganze Zeit hier rum mit ihren Haaren, ja. Es ist zwar schön, wenn deine Haare irgendwie schöner aussehen, aber das ist nicht das Zentrum des Lebens. Das Zentrum des Lebens geht hier drin ab, ja. Und lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen, ist wichtiger wie dunkles Haar. Und halte allen Schmerz von dir fern. Das bedeutet, manche Menschen musst du meiden, die nur rumpieksen. Achte, mit wem du dich umgibst. Achte darauf, wer um dich herum ist. So, hier gab es ganz viele Ratschläge, die werden wir gleich zusammenfassen in einer Checkliste am Ende für dich. Im Handout hier zu der Predigt könnt ihr gerne dann runterladen und euch anschauen. Gibt es ganz viele Ratschläge, wie du ein sinnerfülltes Leben haben kannst. Und dann, das hat mir sehr gut gefallen, Prediger 2, Vers 24. Achtung, jetzt kommt es zu einer richtig guten Zusammenfassung. Einer meiner Lieblingsbibelstellen des heutigen Tages. Genau. Ja, okay, alles gut. Es gibt nichts Besseres für den Menschen. Wow, also wer von euch will was Gutes haben? Wer von euch will was Besseres haben? Und wer von euch will etwas haben, was nichts Besseres gibt für den Menschen? Yes, ja, also hier gibt's, ja. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, Achtung, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Achtung, das ist jetzt mein Ratschlag für ein sinnerfülltes Leben. Esse, trinke und sehe Gutes. Mache Danktage. Also nicht Tanktage, tanken, sondern danken. Gegenteil von Sorgen ist danken. Okay? Nimm deinen Ehepartner, setz dich hin, wenn du keinen Ehepartner hast, nimm die besten Freunde, die du hast, setz dich hin und mache mal Danktage. Oder Dankabend, das reicht ja auch schon, wenn du 2 Stunden nimmst. Setz dich hin nach dem Ratschlag von Prediger hier, der alles durch hat und er sagt selber, es gibt nichts Besseres als, dann hast du ein gutes Essen und Trinken und danach Handy aus. Und danke mal dem Herrn für das, was er dir gegeben hat. Lass deine Seele Gutes sehen. Lass deine Seele Gutes sehen. Die Sorgen lassen nur Schlimmes sehen. Das musst du gar nicht so einen Abend organisieren, das kommt automatisch. Das musst du weg. Aber für das Danken musst du dir Zeit nehmen. Setz dich hin und sag, jetzt machen wir einen Dankabend. Daniel hat das gesagt. Let's go, dann machst du das. Dann setzt du dich hin und sagst, wir wollen Danke sagen. Beispiel, ich war in einer Familie eingeladen, silberne Hochzeit, 25 Jahre verheiratet. Ich sollte für sie beten, habe Hände aufgelegt, gebetet. Halleluja für die nächsten 25 Jahre. Hände aufgelegt. Und dann frage ich die beiden, 3 Kinder haben sie, was war das Schönste bei euch in der Ehe in 25 Jahren? Sofort beide, unabgesprochen, sofort beide aus der Pistole geschossen, unsere 3 Kinder.
Oh, das war schön. Kinder gleich daneben alle. Ja, genau. Richtig schön. Und sie hatten sozusagen 5 Minuten Dank-Moment gehabt. Das war so ein starker Moment. Und ich lade dich ein, setz dich hin mit Leuten, mach einen Dankabend und sag mal Danke Gott für die Finanzen, die wir haben, für das Haus, das wir haben, für die Leute, die wir haben, für die Freunde, die wir haben, für die Gemeinde, die wir haben, für die Predigten, die ich hören darf, für alles, was du hast in deinem Leben. Liste das mal auf und sage mal Dank dafür. Lasse deine Seele Gutes sehen bei all deiner Mühe. Du arbeitest so viel, tust die ganze Zeit irgendwas, aber du musst dich stoppen und sagen, jetzt mache ich einen Dankabend. Meine Empfehlung für dich, mache Dankabende. Ja? Warum? Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seiner Seele Gutes sehen lässt. So steht es drin, bei all seinen Mühen. Und auch das kommt von der Hand Gottes. So, jetzt kommen die Ratschläge. Bitte jetzt gut mitlesen hier vorne. Umsetzen, verstehen und machen. Halleluja. Erfreue dich an jedem neuen Tag, egal wie deine Umstände sind. Wie ist es möglich, ein sinnerfülltes Leben zu haben? Versuche nicht, alles perfekt zu machen und jeden Wunsch zu erfüllen, sondern lebe. Vergleiche dein eigenes Leben nicht mit anderen. Setze eigene Ziele und lass dich vom Heiligen Geist führen. Schaue nicht verzweifelt in deine Vergangenheit. Habe deinen Blick in die Ewigkeit. Setze dir lieber weniger Ziele, die du erfüllst, anstatt zu viele Ziele zu haben und am Ende keines davon zu erreichen. Erfreue dich an kleinen Schritten, sei treu im Kleinen. Achte darauf, was ist wirklich wichtig. Verstehe den Unterschied zwischen dringend und wichtig. Was ist wichtig? Das sind die engsten Beziehungen, geistiges Leben, deine Zeit mit Gott, den Bau des Reiches Gottes und deine Gesundheit. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Tu Dinge, die Gott dir sagt, sei aktiv. Sprüche 22, Vers 13 sagt, der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Das sagt der Faule, ja. Deswegen hab keine Angst, ja. Der Löwe von Juda ist bei dir. Ja. Dann sei mutig, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Prediger 11, 4 sagt, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Ja, wir haben hier einen Bauer, Halleluja, Andreas, sehen und ernten, ja, egal wie die Umstände sind. Ja. Und ich lade dich ein, triff Entscheidungen, steh dazu, zieh's durch. Ja, zieh's durch. Und sag nicht nur, oh, aber unsere Zeit heute ist so schlimm und so, das geht doch nicht. Nein, 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 weg damit. Gott ist bei dir. Je schlimmer die Zeiten, desto größer der Sieg. Halleluja. Genau. Hab keine Angst vor Burnout. Du vermeidest Burnout nicht, indem du Arbeit vermeidest. Das hat nichts mit Arbeit zu tun. Das hat zu tun mit Dingen, die du tun musst, vor allem Sorgen, die nichts damit zu tun haben, für was du berufen bist. Und deswegen möchte ich einladen, hab keine Angst, sondern mach, wie du es tust, mach es von ganzem Herzen. Ja? Lebe in deiner Berufung. Dann sei abhängig von Gott, lies täglich in deiner Bibel. Verbringe täglich Zeit mit Gott, im Optimalfall gleich morgens, dann bist du noch frei. Höre auf das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben, achte auf die Zeitpunkte Gottes und trachte zuerst nach seinem Reich. Ja? Nach seinem Reich. Ja, das ist sein Reich. Sammle Schätze im Himmel. Das ist die Anweisung von Jesus. Sammle Schätze im Himmel. Dann investiere deine Zeit bewusst. Achte darauf, wem du deine Zeit gibst. Prüfe deine Motivation für Dinge, die du tust. Freue dich auf alle erfüllten Sehnsüchte, die in der Ewigkeit auf dich warten. Wenn du das freust, bist du sofort frei von allen Treibern. Denn du weißt, Gott erfüllt es. Und wenn er es erfüllt, gibt das dir zu seiner Zeit. Also freue dich auf alle erfüllten Sehnsucht in der Ewigkeit. Vermindere deinen Medienkonsum. Ich kenne niemanden, also wirklich, ich kenne viele Leute, aber ich kenne niemanden, der erfüllt ist durch Medien. Wirklich niemanden. Die Medien werden dich da nicht hinbringen. Nur der, der dir Erfüllung geben kann, das ist Jesus. Nur der, ja. Dann triff mutige Entscheidungen nach Gebet und Frieden im Herzen. Bitte triff keine Entscheidung, wenn du in Angst bist und in schlechten Gefühlen. Triff Entscheidungen nach Gebet und nach Frieden im Herzen. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Dann behalte deine Vision im Blick.
Bring Ordnung und Frieden in dein Leben. Denn Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Esse und trinke und sei fröhlich. Das haben wir auch gelernt. Ja, es gibt nichts Besseres. Esse und trinke und lass deine Seele Gutes sehen. Ja? Trage immer schöne Kleider und pflege dich. Haben wir noch gelernt, ja? Steht doch im Wort drin. Trage schöne Kleider. Genieße dein Leben mit dem Ehepartner, den Gott dir gegeben hat. Und genieße jeden Tag. Erledige deine Aufgaben mit vollem Einsatz. Freu dich über jedes neue Jahr. Wir sind jetzt im Ende Jahr 2023. Hey, wir haben wieder ein Jahr hinter uns. Halleluja. Du bist wieder ein Jahr reifer geworden. Mehr Weisheit. Mehr Kenntnis. Halleluja, ja. Genau, genau. Und freu dich über jedes neue Jahr. Wir freuen uns über das neue Jahr, das kommt. Wir sind dankbar dafür. Ja? Dann, junge Leute, genieß deine Jugend und wisse aber, dass du eines Tages Rechenschaft geben musst für alles. Sorge dich nicht. Halte Schmerzen von dir fern und lass deiner Seele Gutes sehen. Nach Prediger 2, Vers 24. Mein Ratschlag, mache Dankabende. Mach das, ja? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das Endergebnis steht drin. Fürchte Gott und halte deine Gebote. Und ich würde es zusammenfassen mit Philipper 1, Vers 21. Denn mein Leben, oder denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Lobpreis, Team darf von vorne kommen. Was ist die Schlussfolgerung? Prediger 12, Vers 13 bis Vers 14. Zu guter Letzt, lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Halleluja. Die Bibel sagt das. Eigentlich ist unser Leben ganz leicht. Es ist ganz leicht, ein sinnerfülltes Leben zu haben. Ganz leicht. Es beginnt mit Essen, Trinken und sei fröhlich. Essen, Trinken und lass deine Seele Gutes sehen. Ich habe dir ganz viele praktische Beispiele gegeben und ich lade dich ein, dass du die Motivationstreiber deiner Vergangenheit ablegst und nur einen Treiber hast und das ist der Heilige Geist. Dann wirst du am Ende deines Lebens sagen, wow, mein Leben war sinnvoll. Ich lebe heute in meiner Berufung. Ich war dieses Jahr in 10 Nationen, habe Wort Gottes gepredigt. Und ich lebe in meiner Berufung heute. Menschen bekehren sich, Menschen werden frei. Und das ist die Bestimmung, die Gott mir gegeben hat. Das hat aber angefangen, ganz im Kleinen. Treu im Kleinen. Und wer im Kleinen treu ist, wird Gott über Großes setzen. Und wenn du am Ende deines Lebens zurückschaust, und du weißt, hey, morgen geht's nach Hause in die Ewigkeit. Und du guckst zurück auf die Jahre, die Gott dir gegeben hat. Und du schaust zurück und sagst, danke Gott, dass alles, was ich tun durfte, war trachte nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugetan werden. Ich lebe heute das beste Leben. Also ich will jetzt euch nicht neidisch machen, aber ich lebe das beste Leben aus meiner Sichtweise. Weil mein Leben gehört Christus. Und Sterben ist mein Gewinn. Wow. Wer von euch möchte eine Entscheidung treffen? Hey, ich möchte als allererstes nach dem Reich Gottes trachten, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere soll mir hinzugetan werden. Wer von euch möchte diese Entscheidung treffen? Stehen wir kurz auf, wir wollen zusammen beten. Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir trachten dürfen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird uns hinzugetan werden, so sagt dein Wort. Wir geben dir die Ehre und wir sagen dir Danke, Jesus, dass heute Lebenslügen niedergerissen wurden, Halleluja, und das Wort Gottes aufgebaut wurde. Danke, dass wir ein sinnerfülltes Leben haben dürfen, zu deiner Ehre. Danke, Jesus, dass du dich offenbarst in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, dass deine Herrlichkeit jetzt kommt und ich spreche deinen Segen jetzt hinein, dass du, dass heute Abend durch den Livestream, durch alle, die hier sind im Raum, dass heute Treiber niedergerissen werden. Und ich breche jetzt diesen Treiber in deinem Leben, in Jesu Namen. Sei zerbrochen. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzensmotivation übernimmst. Halleluja. Jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und das jetzt nur noch, wir werden getrieben vom Heiligen Geist. Denn Kinder Gottes sind die, die getrieben werden vom Heiligen Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Ich sehe einige
stecken, einige Treiber, wo Leute treiben. Bam, bam, mach das, mach das, mach das. Und Gott wird diese Stecken jetzt kaputt machen. Ihr habt das gesehen, ja? Wer von euch merkt in seiner Vergangenheit, ja, ich wurde getrieben von den falschen Dingen. Ich möchte sie heute beerdigen. Heute möchte ich sie ganz ablegen. Wunderbar, okay? Jesus, du siehst, wie viele Leute jetzt die Hand gehoben haben. Und ich zerbreche jetzt diese Treiber in Jesu Namen. Der Stecken ist zerbrochen in Jesu Namen und der Treiber ist tot in Jesu Namen. Und Heiliger Geist, du übernimmst diese ganzen Dinge jetzt in Jesu Namen. Amen.